Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Alter, wenn so ein fettes Vieh vor mir stehen würde mit so einem Helm, da würde ich mir aber auch einen machen. Oh, jetzt wissen sie wieder, wo ich bin. Oder? Ja. Das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, dass man nicht irgendwie trotzdem weiter im Versteckten agieren kann. Das hätten sie nochmal schön anders machen können. Man will ja nicht immer nur Action haben. Man will ja auch mal ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Aber hier wird man ja nonstop eigentlich nur bedroht von den Leuten. So, das gibt wieder EP. Das glaube ich können wir gleich bewegen oder so. Ich will hier erstmal in die Ecke. Kann man hier nicht rein? Nö, krass. Irgendwas ist da. Ja, irgendwas ist da. Kann man nichts machen. So, Schalldämpfer ist drauf. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das hier? Okay, hier ist es. Oh mein Gott. Hier wird irgendwas passieren gleich. Sieht aus wie so ein abgestochener Wächter. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Selbstmord. Wieso? Da passiert irgendwas, Freunde. Abgebrochen. Es ist wunderschön. Und noch scharf. Sau scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja, das weiß ich auch nicht. Die Schwarze ist doch auch schon so dickköpfig und nervdauernd. Ich glaube, die sprengen da vorne die Tür. Ich wusste es, Freunde.
komm mal hoch, du Arsch. Schön in deinen Hals reingeschossen, du Arsch. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das war's erstmal, Freunde. Bei der wilden Schießerei hier. Wir müssen jetzt erstmal Leichen plündern. Waffenmodifikation verfügbar. Meine Fresse. Geht's aber ordentlich zur Sache. Ah, hier brennt alles. Ah, ist Hitze. Okay, hier kommen wir raus. Ich hoffe auch einigermaßen sicher. Oh! Und greifen! Super. Lara kann's einfach. Und jetzt müssen wir da unten in die Grabkammer. Ja, wie sollen wir den Leuten das beibringen? Die Schwarze hat sowieso schon keinen Bock mehr. Die will einfach nur weg. Und die andere, die Jüngere, die Sam, glaube ich, hieß sie, die bleibt ja bei uns. Nur was ist mit dem anderen, dem roten T-Shirt? Ich kenne die Namen alle gar nicht. Obwohl ich das intensiv spiele, habe ich... Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Scheiße. Nein. Ich muss sofort zurück. Wir müssen zum Lager zurück, Freunde. Zack, mit der Tester und dann ab. Beiden sind für mich hier, die Süßen. Gucken wir mal, wie wir die tot kriegen. So. Der. Sie sind ab hier! Feuer! Feuer! Scheiße, wir müssen denen helfen. Ihr Hurensöhne. Verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe. Und rüber da. Alter. Na ganz toll. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Ich komme. Die ziehen sich zurück. Die ziehen sich nicht zurück. Ach du Scheiße. Du bist verletzt. Wo sind die anderen? Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Ja. Hätten wir den nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert.
Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Ja. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Was heißt mit dem Boot? Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Ab dafür, Freunde. Da wird geballert. Da sind auch am Gs dran, ne? Geht die Action dann gleich richtig los hier. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Natürlich. Bin sowas von bereit. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein. Sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Messias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Ja. Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Oh, erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Ich hoffe, der Dicke stirbt nicht mit dem roten T-Shirt, sonst fange ich echt an zu flennen. Der ist echt cool, der Typ. Alter. Das wird hart hier, Freunde. Alleine dieser Idiot, ich wusste, dass das ein Verräter ist. Alleine er kann sich frei bewegen. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Oh mein Gott. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Hoffentlich stirbst du, du Bastard. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanisch! Eure... Mein Gott! Oh mein Gott! Sono Kumimurata! Alter, die Sturmwache sieht ja krank aus.
ja richtig Angst bei. Boah.